Wagen von Gleis 105 nach Gleis 387 über Weiche 10 und 15. Hängen die Wagen an der Luft? Nein. Verstanden. Das Vorbild dieses Märklin-Modells, eine ehemalige preußische T16-1 und spätere Baureihe 94-5-17, wurde in mehr als 1200 Exemplaren gefertigt. Sie war im Rangierdienst ebenso zu Hause wie vor Güterzügen und an Steilrampen. Das Modell ist deshalb auch auf Anlagen universell einsetzbar. Das Modell stellt eine der wichtigsten diesjährigen Neuentwicklungen aus Göppingen dar. Es weist zahlreiche Details und freistehende Leitungen am Kessel auf, sowie ein äußerst filigranes Fahrwerk und Räder mit besonders niedrigen Spurgrenzen. Soundfreunde werden sich an den teilweise neu eingespielten Tönen erfreuen, wohingegen der hier beim Anfahren zu hörende Schüttelrost auf wenig Gegenliebe stoßen dürfte. Den Auspuffschlägen mangelt es an Bassfundament und sie sind wie bei allen Lokomotiven mit elektronisch erzeugtem Sound bei keiner Geschwindigkeit synchron mit der Radumdrehung.
Hier war zu beobachten, je schneller das Modell fuhr, desto größer war die Abweichung. Bei Fahrtrichtung vorwärts war auf unserer Drehscheibe bei abgeschaltetem Sound deutlich ein rhythmisches Schleifgeräusch zu hören, egal ob links oder rechts herum. Es erzeugte jedoch kein Schaukeln der Lok. Rückwärts war von dieser Störung nichts zu bemerken. Auch ein Sirren war unüberhörbar. Von den Rädern drehten sich nicht alle einwandfrei rund, einige eierten. Beim Vorbild ist der Schieberstange ein wichtiges Bauteil, ist sie doch für die Dampfverteilung im Zylinder zuständig. Deshalb schwingt sie hin und her, was auch von Mitbewerbern vorbildgerecht nachgebildet wird. Bei Märklin-Modellen liegt diese Stange leider bis auf ganz wenige Ausnahmen starr in der Schieberkastennachbildung und der Voreilhebel schrubbt darüber hinweg. Die vierte Achse ist angetrieben, ihre beiden Räder sind mit Haftreifen versehen. Sie liegt wie die erste starr im Rahmen, alle anderen Achsen sind beweglich gelagert, sodass das Gewicht der Lok, immerhin rund 280 Gramm, auf diesen vier Rädern liegt. Und das kommt dem Traktionsvermögen zugute. Auf unserer Rollenwaage setzte das Modell sich kraftvoll mit 133 Gramm im Becher in Bewegung, schleuderte kurz, fing sich aber wieder. Die 4%ige Steilrampe der heimischen Anlage zog es ohne sichtbare Mühen einen Güterzug aus 8 zwei- und vierachsigen Wagen mit immerhin 24 Achsen hinauf. Nur das bereits auf der Drehscheibe bemerkte Schleifgeräusch wurde lauter. Die niedrigen Spurgrenze verursachten nirgendwo Probleme, weder in Gleisbögen noch in der komplizierten Weichenstraße vor dem Schattenbahnhof. Ernsthafte Probleme gab es hingegen bei unserem Exemplar mit dem Fahrwerk. Waren die Runden auf der Drehscheibe und die Feststellung des Traktionsvermögens noch unauffällig verlaufen, blockierten nach dem Aufgleisen auf einer Anlagengeraden plötzlich die Räder. Ursache? Die Bremsbacke-Nachbildung zwischen dem zweiten und dritten Rad auf der linken Seite war von der Treibstange auf dem Weg nach unten mitgenommen worden und hatte sich verklemmt. Verklemmung lösen, Kunststoffteil vorsichtig zurückbiegen, aufgleisen, dasselbe Ergebnis. Beim fünften Versuch brach das Plastikteil ab. Mit den anderen Bremsbacken-Nachbildungen gab es hingegen keine Probleme. Märklin gibt als Betriebszustand das Jahr 1962 an. Das fällt in die Epoche 3, die dauerte von 1945 bis 1970.